Artikelnummer SCP-1360. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-1360 ist in einer humanoiden Verwahrzelle in Standort 19 zu halten. Die Anwesenheit von mindestens 4 Sicherheitskräften ist erforderlich, bevor die Zelle betreten werden darf. Die Fesseln dürfen nur gelöst werden, wenn ein Test oder eine Untersuchung dies zwangsläufig erfordern. Aus Kommunikationsgründen wurden SCP-1360 ein Bleistift und ein Notizbuch gegeben. Beschreibung: Bei SCP-1360 handelt es sich um einen sich selbstständig bewegenden, aus Gelenkgliedmaßen bestehenden Androiden. SCP-1360 ist 1,83 Meter groß und wiegt 100 Kilogramm. Zwei weiße Kreise aus Acrylglas mit etwa 3 cm Durchmesser stellen die Augen dar. SCP-1360s Körper besteht aus zurechtgeformten Gehäusen aus Polycarbonat, welche einen Aluminiumrahmen einschließen. Diese Gehäuse sind mit einem schwarzen Gewebe unbekannter Zusammensetzung überzogen, welches als SCP-1360-1 bezeichnet wird. Diese Ummantelung wirkt wie eine Haut und hat überall eine Dicke von 1 cm. Die Seriennummer 031 ist in den linken Arm von SCP-1360 in einer roten Variante von SCP-1360-1 eingewebt. Versuche herauszufinden, aus was SCP-1360-1 besteht, waren bisher nur begrenzt erfolgreich. Es handelt sich wohl um eine Art Aramidfaser mit einer Zugfestigkeit von etwa 4000 Megapascal, welche leichter und stärker als Kevlar ist. Das Material ist selbstreparierend, wobei die angrenzenden beschädigten SCP-1360-1-Fasern neu verwoben und wieder eingegliedert werden. SCP-1360-1 ist auch in der Lage, Schäden an den Polycarbonatgehäusen von SCP-1360 zu reparieren, da die Fasern von SCP-1360-1 bei der Reparatur dieser Außenhülle beschädigte Stellen einfach ausfüllen. Alle Proben von SCP-1360-1 zerfallen 48 Stunden nach der Entfernung von SCP-1360. Die Finger von SCP-1360 enthalten eine Reihe von verschiedenen Werkzeugen. Diese Werkzeuge werden durch Abschrauben der Fingerspitze freigelegt und beinhalten, linker Daumen, eine Stahlnadel, an welcher eine Rolle mit rotem Faden befestigt ist, die aus dem gleichen Material wie SCP-1360-1 besteht. Linker Zeigefinger, eine Rolle von Stoffstückchen aus SCP-1360-1, 5,1 cm breit. Rechter Daumen, eine Miniaturschere aus Stahl, rechter Zeigefinger, ein Skalpell aus Stahl. Sowohl Mittel- als auch Ringfinger sind hohl und dienen als Aufbewahrungsorte. SCP-1360 ist intelligent und besitzt eindeutig Wissen im unbewaffneten Kampf und dem Einsatz von Schusswaffen. Es ist besessen davon zu entkommen und anschließend zu einer Entität zurückzukehren, die es als Anderson bezeichnet. SCP-1360 behauptet trotz des offensichtlichen Fehlens seines Nervensystems Schmerzen zu empfinden. Es behauptet, dass dieser Schmerz das Ergebnis der Entfernung einer Komponente vor seiner Gefangennahme sei und es betrachtet sich deswegen als unvollständig. Obwohl es nicht sprechen kann, kann SCP-1360 fließend Englisch, Japanisch und Deutsch lesen und schreiben. Befragungen haben sich als recht erfolgreich erwiesen, auch wenn Flucht und Reparatur beliebte Gesprächsthemen sind. Nachtrag 1360-A. Die folgende Nachricht wurde bei der Bergung auf einem USB-Stick im rechten Mittelfinger von SCP-1360 entdeckt. Wichtig, diese Nachricht nicht wegwerfen. Lieber Chase, herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen humanoiden Halbsektoriden der Peregrin-Reihe. Zivilsmodell. Einheit 31 ist standardmäßig mit den folgenden Funktionen ausgestattet. Vorprogrammierte Persönlichkeit Nummer 4, Hektor. Vollständiges Verständnis von bis zu 3 Sprachen, Englisch, Japanisch und Deutsch. Unsere Standard-Arabik-Geschichte und die volle Selbstreparaturfunktionalität. Wie Sie mit Herrn Selka während Ihres Beratungsgesprächs besprochen haben, wurden die von Ihnen gewünschten Veränderungen an Nummer 31 vorgenommen. Entfernen von Lokalisierungsfähigkeiten, unser fortgeschrittenes Fertigkeitsset-Typ Schusswaffen, unser fortgeschrittenes Fertigkeitsset-Typ unbewaffneter Kampf. Genau wie bei dem bereits von Ihnen erworbenen Kestrel und Merlin erhalten, wurde Nummer 31 so programmiert, dass es nur Befehle von Ihnen und Ihrer Tochter akzeptiert. Darüber hinaus kann es auch als Kommandoeinheit fungieren. Mit Ihrer Erlaubnis ist Nummer 31 in der Lage, im Falle Ihrer Abwesenheit Befehle an Ihre anderen Roboter zu geben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Nummer 31 im Gegensatz zu Ihren früheren Käufen eine sehr adaptive künstliche Intelligenz wird, um die Interaktion der Einheit menschlicher und persönlicher zu gestalten. Die Persönlichkeit von Nummer 31 wird sich im Laufe der Zeit entwickeln, basierend auf den Interaktionen mit Ihnen und Ihrer Nutzung der Einheit.
Innerhalb weniger Tage kann Nummer 31 sowohl der beste Freund ihrer Tochter als auch euer treuester Diener werden. Wie bei Ihrem anderen Gerät, versuchen Sie bitte nicht Nummer 31 bei Fehlfunktion selbst zu reparieren. Für den Fall, dass Sie mit der Leistung des Gerätes unzufrieden sind, schließen Sie bitte diesen USB-Stick wieder das rechte Mittelfingerfach ein und nennen Sie Ihr Anliegen. Nummer 31 kehrt dann automatisch zu einer unserer Einrichtungen zurück und Sie werden mit weiteren Informationen über den Austausch oder die Rückerstattung Ihrer Bestellung kontaktiert. Wie immer, ist es ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Anderson. Nachtrag 1360-B. Am 17. November 2009 wurde nach dem vierten gescheiterten Fluchtversuch die folgende Notiz in der Zelle von SCP-1360 gefunden. Wir haben das Rückkehrsignal abgeschaltet. Wir sind besser dran, wenn wir dich dort lassen, wo du bist. Es tut uns leid, 31. Anderson. Zu diesem Zeitpunkt hat SCP-1360 die gesamte Kommunikation mit dem Personal der Foundation eingestellt. Darüber hinaus hat SCP-1360 auch aufgehört, Widerstand gegen die Verwahrung oder die Entnahme von SCP-1360-1 zu leisten.